Wir wussten alle, dass ich es wieder probieren würde. Wir wussten es. Eine Nacht drüber schlafen, ihr kennt mich. Und schon ist der Ärger verflogen und ich bin wieder angefixt. Das Problem ist jetzt, dass ich... Oh Gott, absolut nicht weiß, wo mein treuer Freund ist. Und dass ich hier gerade schon wieder verprügelt werde. Obwohl das noch gar nicht so richtig angefangen hat. Es gibt einen ziemlich guten Trick, um mit der Situation fertig zu werden, dass der eine, der Verbliebene... Oh Gott. ...auf einmal sich regeneriert und scheinbar nicht zu töten ist. Das ist ganz einfach. Und zwar hält diese Form nicht ewig an. Wir müssen also immer nur schön geduldig sein und warten, bis diese Form quasi abgeklungen ist und dann können wir ihn ganz einfach finden. Okay. Ich hoffe, dass mein Freund bald kommt, denn jetzt haben wir nämlich das Problem, dass der zweite schon wieder dabei ist. Komm endlich! Wo bist du? Das ist äußerst schlecht. Oh, fuck. Ich würde mich ja gerne auf einen konzentrieren, aber das ist gerade nicht so einfach. Ah! Winkel! Er wurde schon gar nicht mehr angezeigt. So eine Scheiße. Was passiert denn, wenn wir einfach mal beide rufen? Spricht da nichts dagegen, würde ich sagen, sich ein paar Freunde zu holen. Vom Dom wird gerufen. Jetzt haben wir hier nämlich beide. Und die nehmen wir jetzt auch beide mit. Jungs und Mädels, kommt mit. Wir wollen mal gucken, ob ich euch oder wenigstens einen von euch in den Endbosskampf reinkriege. Vengal hat mich gerade nach so guter Partnerschaft ja hintergangen. So, die Äbtissin ist so gut wie tot. Sie hat es nicht wirklich geschafft bis hierhin. Aber Vengal ist auf jeden Fall ziemlich unbeschädigt, nennen wir es mal so. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er dann auch demnächst hier auftaucht. Denn wir haben einen Kampf zu gewinnen. Oh nein! Warum taucht denn die Äbtissin auf? Ich wollte Vengal! Ich wollte Vengal! Ich wollte Vengal! Gib mir Vengal! Naja, vielleicht kann sie ja irgendwie einen Heilzauber oder so sprechen. Dann habe ich nichts gesagt. Kann sie offenbar auch. Wie es aussieht zumindest. Aber ich wollte Vengal! Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich wollte Vengal. Fucking motherfucking hell. Trink! Es muss einfach erstmal nur einer sterben. Ja, toll. Sie wurde besiegt. Wunderbar. Und du hast eine Vengal genommen. Ich bin doch weggesprungen. Moment, Vengal ist noch da. Vengal ist noch da. Der wird angezeigt. Wahrscheinlich kann nur einer von denen zur Zeit hier sein. Nein! Mann! Problem ist leider mittlerweile einfach, dass ich meine ganze Menschlichkeit dafür aufbrauche und irgendwann kann ich es nicht mehr probieren. Also ich werde es jetzt noch ein paar Mal machen, aber... Ich meine, ihr kennt mich. Ihr wusstet, dass ich hierhin zurückkommen würde und dass ich es nicht bleiben lassen kann. Dass ich es unbedingt wieder probieren muss. Jetzt habe ich den Salat. Im Prinzip ist das alles nicht gut. Ich weiß dann nämlich nicht mehr, wo ich Menschlichkeit herkriegen soll. Fickte Scheiße!
So, ein einziger Scheißversuch noch. Ich bin jetzt zwischendrin wieder zweimal gestorben. Arisorio, das kannst du dir auch gerne aufschreiben. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin gerade so geladen, dass ich am liebsten hier alles zusammenschlagen würde. Wirklich. Alles. Ein beschissener Versuch noch in diesem Drecksgebiet und dann hake ich die Sache ein für alle Mal ab. Weil irgendwann hört dann auch mein Ehrgeiz auf, sinnvoll zu sein. Das ist mir echt ein Rätsel, wie man diese Scheiße programmieren kann hier. Wie man ansonsten so ein geiles Spiel hinkriegt und dann macht man so eine Scheiße, die einfach nur alles runterzieht. Ist ein optionales Gebiet, mag sein, ist mir scheißegal, ist einfach nur... So ein dämlicher Troll-Move. Dass ich meine Zeit in diesem Scheiß verschwende. Ich könnte Pokémon jagen gehen in der Zeit. Echt. So. One fucking last time. Ist klar, du Ficker. Das ist okay, den kann ich ausweichen. Ich verstehe nicht, warum Vengal in letzter Zeit immer so spät kommt. Da scheint er aber gerade zu kommen. Das ist schon mal gut. Ansonsten kann ich mich nämlich gleich wieder schön mit zwei von denen rumschlagen. Da ist Vengal. Autsch! Ficken! Der muss einfach so schnell es geht sterben. Fuck. Ich wieder nicht auf den anderen geachtet. Das war knapp. Aber es hat gereicht. Vengal! Hilf mir! Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit! Ich glaube, das war der Schwache. Jo. What shall I do? Oh shit! Das ist vorbei. Der ist tot. Vengal, das andere Spiel kennen wir schon. Und wie gesagt, jetzt kommt es darauf an, dass wir dafür sorgen, dass wir die Phase überstehen, in der er sich immer wieder regeneriert. Und dann haben wir ihn. Der Rest ist egal. Auf! Wo ist mein Dämmerkraut? Meinetwegen auch die getrocknete Wurzel. Ist. Mehr. Der Scheiß bringt ja gar nichts.
fuck, was hat das Vieh gemacht? Ich konnte gerade absolut nicht aus seiner Handlung lesen. Ist okay. Vengar, wir zusammen. Boah! Vielleicht haben wir ihn. Da ist es. Wie gesagt, einfach gar nichts machen. Zumindest wenig. Es ist gut, wenn der in dieser Phase Attacken einsetzt, die so ein bisschen anhalten. Können wir mal das machen. Jetzt brauche ich aber das verwelkte Dämmerungskraut. Ich brauche das verwelkte Dämmerungskraut, sagte ich. Wir müssen ihn gleich so schnell tot kriegen, wie es irgendwie geht. Dazu nehmen wir natürlich den Seelenspeer. Den Kristallseelenspeer. Wann hört es denn auf? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Greif mich an. Komm her. Ja. Angriff. Ja. Angriff. 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 Trink was. Und jetzt. Das Finale. Ich sollte öfter sagen, dass ich keinen Bock mehr habe, denn immer dann passiert dieses, dass wir tatsächlich gewinnen. Und es war nur dank Vengar. Ansonsten hätten wir es nie geschafft, diese Begegnung erfolgreich zu meistern. Und ich bin gerade echt glücklich. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass ich das schaffen konnte. Ich will einfach weg hier. Es ist mir egal, ob ich jetzt auch irgendwas vergessen habe hier. Es ist mir egal, ich will einfach nur weg hier. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Oh, scheiße, ey. Unfassbar. Es ist unfassbar. Und jetzt weg hier. Weg hier. Und zwar zur Gruft der Untoten. Zum Untotengraben. Warum, fragt ihr? Wir müssen mit Gewinn reden. Wir haben nun die 3 Kronen. Es ist an der Zeit, den Thron zu besteigen. Endlich sollten wir mächtig genug sein. Wir sind jetzt würdig. Doch was? Gewinn, habe ich gesagt, ne? Ich meinte natürlich Vendrick. Gewinn. Es ist so ähnlich alles. Immer wieder dieselben Mechanismen. Ich meinte nicht Gewinn, ich meinte Vendrick. Ich muss mit Vendrick reden. Es ist so lange her. Und endlich habe ich mich als würdig erwiesen, denn ich habe die 3 Kronen im Petto. Und es sollte doch eigentlich ausreichen. Es sollte ausreichen, um den Thron besteigen zu können. Wahrscheinlich hat Nashandra da nicht so Lust drauf. Aber das ist mir in diesem Fall egal, was Nashandra denkt, denn wir wissen, dass sie Dreck am Stecken hat. Wir werden herausfinden, was genau da passiert ist. Vendrick! Vendrick! Rede mit mir! Ich brauche deine Leitung, deine Führung, deine Weisheit. Ein letztes Mal. Seeker of Fire, Deliverer of Crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from the. Aber ich habe die Kronen bereits. Seek adversity. As befits you. Seeker of Fire, Coveter of the Throne. I too sought with fire. There's a lie. Seeker of Fire, it grows deep. Flame.
Aber ich habe die Kronen. Was soll ich tun, Vendrick? Seeker of fire. I one of the father of the abyss born. That the abyss once had form. Aha. Yet traces of each fragment thirsting for power. My dear Chandra was one such fragment. Was? A feeble, tiny thing that thirsted for power more than any other. Driven by insatiable lust for a worthy vessel. Fire came to be, and with it, disparity. Heat and cold, life and death, light and dark. Dark was shadow is not cast, and the brighter the flame, inherit fire, such is the calling. Dark was shadow, and the brighter the flame. Na Chandra. Fire, and harness the dark. Na Chandra ist ein Fragment von Manus, Vater des Abgrunds. Das ist das Einzige, was Sinn ergeben würde. Wie war es von Anfang an? Sie hat Vendrick benutzt, sie hat ein Königsgefäß gesucht, mit überwältigender Macht, und sie soll es bekommen. In der nächsten Folge werden wir uns aufmachen nach Schloss Dranglake und wir werden Chandra konfrontieren. Das ist genauso, wie ich gedacht hatte. Es war aber auch mehr als offensichtlich. Seid mit dabei beim Finale von Let's Play Dark Souls 2. Denkt immer daran. I want you for an adventure. Es lebt. Tja, ich muss die Hater unter euch leider enttäuschen. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefreut, dass Waldes irgendwie draufgegangen ist oder sonst was, aber ist er nicht. Ich lebe noch, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, in der ganzen Zeit also nicht in den Upload-Plan geschaut haben. Ich habe gravierende Hitzebewältigungsprobleme mit meiner CPU. Die ist im Idle-Modus schon irgendwie bei 80 Grad und sobald ich irgendwas anmache, ist es Firefox oder sonst was. Geht das hoch auf fast 100 Grad und dann schaltet sich der Rechner natürlich irgendwann ab aus Sicherheitsgründen.